Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands im Roleplay zusammen mit Reaper. Hallo. Nabo. Hi. Und Vanva. Hallo. Und wir hatten gerade ein paar Probleme mit der Aktualisierung unserer Missionsdaten. Ich glaube, Enno und ich, wir wurden einfach nicht befördert. Nee, wir haben wir wurden vom Dienst suspendiert. Moment, ich fahre. Achso, wir haben einmal zu Fuß hier nochmal den Leutnant zwischen den Häusern, den befrage ich einmal kurz. Es gibt keinen zu Fuß. Genau in dem Moment, wo ich aussteige, fährst du das Mann war. Das schaffen wir! Hola, ¿qué tal? Irgendwas über siehst das du, der Weg hat sich doch gelohnt. Hier gehört? Gracias. Sag mal, der ist auch mit denen verwandt. Mm. Was ist denn das für ein Dorf? Ich glaube, die sind ja alle. Das Dorf der Stummen. Ich glaube, da ist Astigmatismus Prävalenz 30% oder so. Das ist The Village. Im nächsten Tag sind noch ein Monsterhaus. Okay. Da vorne nach rechts? Was ist denn hier rechts? Da vorne? Ja, hier noch ein stehen. Stück weiter und dann. So. Jetzt. Ja, okay, ein bisschen früh, aber ja. Fahr einfach mal, bis du eine Straße wiederfindest. Wann nimmt auch die Fußwege als Vorwege? Da jetzt geradeaus. Ah, okay. Das sieht doch gut aus. Ach. Der Straße. Ja, und bitte. Unter den Reifen. Und bitte nicht in die Tankstelle vor diesem Tank. Ne, wir haben noch einen vollen Tank. So, wir fahren jetzt quasi schon drauf zu. Ach, dieses Lager hier. Vorsicht. Ja. Oh ja, also da habe ich es auch gesehen. Ja. Wir können nach rechts den Berg ein bisschen. Ja, Moment, da muss ich das aber abwarten, den Typen da. Ja. Okay, ich glaube, es sieht sauber aus. Jo, das sieht gut aus von hier. Oh, hier, der Kamm sieht gut aus. Gut, schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Wir haben hier schon einen Heli stehen. Mhm. Sehe ich auch. Hier beim Unterstand links bei den Schienen ein Gegner. Ja. Ich hab noch und ein Leutnant, glaube ich, sehe ich da. Ja, der Leutnant ist auch da, ja. Den könnten wir befragen, aber wenn er uns verrät, dann ist halt auch kacke. Ich habe eine Alarmanlage gesehen. Ja, die ist aus. Alarm ist aus. Yeah. Oh, da Reaper, fahren unsere Freunde raus? Direkt durchs Gelände. Jo. Okay, ist das Haus soweit sauber? Bisher ja. Haus ist sauber, ja. Yeah. Okay, das war. Ich versuche gerade mal zu gucken, in welches Haus müssen wir. Das ist sogar das Haus, in das wir müssen. Wir das können höchstens eben noch den Leutnant gegenüber befragen, aber das muss nicht unbedingt sein, weil das halt. Wir werden schon noch einen anderen finden, der uns die Infos gibt. Ah, hier auf dem Bett liegt ein Orden. Ja, schade, dass es ein Orden ist und nicht was anderes. Ich komme zu. Ich habe mir da mal ein paar Informationen gefunden. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird bestimmt ein Sicario vermissen. Hey, ein paar Einheimische twittern über abgestürzte Schmuggelflugzeuge. Mit Ortsangabe. Die Fracht könnte intakt sein. Dann müssen wir sie zerstören, bevor das Kartell sie bergen kann. Schmuggelflugzeuge? Hab ich dir rübergeschickt. Sehr schön. Haben sich eure PDAs auch aktualisiert vielleicht? Negativ. Habe immer noch den einen Leutnant hier angeblich. Ich bin immer noch vom Dienst suspendiert. Ja. Wir haben nicht die richtige Firmware auf der auf dem PDA. Wir haben das letzte Update wohl verschlafen. Gut, dann versuchen wir es trotzdem mal mit dem Heli jetzt. Mit dem Heli, der hier im Lager ist. Genau, der ist ja direkt hinterm Haus. Okay. Wieder so ein Kompakter mit Geschützen. Unbewacht. Lassen Sie den hier einfach stehen, zum Glück. Ich höre euch schon. Ich glaube, im Allgemeinen hat meine gesamte Software einen Knack. Ich
sehen nicht den Status unseres Commanders. Ich bin direkt neben dir im... Nee, also ich meine, die Anzeige im Hut war eine Brille. Tschüss, meine Freunde. Hm. So. Ungefähr Richtung? Warte, südöstlich. Also so hinter uns. Wir sollen halt die Kokainlieferung zerstören. Wieder Kokain zerstören. Schon wieder Kokain zerstören, das haben wir doch letztens erst gemacht. Ist das das, was hier auf dem Berg liegt? Ja. Also ganz noch ein Stück nach links und dann müsste das ganz hinten irgendwie so ein Berg sein. Quasi das Ende von dieser Bergkette müsste es irgendwie sein. Wobei es ja auch immer relativ ist. Ich glaube, da hinten. Ich glaube, da sehe ich was. Noch ein Stück nach links. Es müsste jetzt hier links unter uns sein. Ja. Da, wo es raucht. Unter uns da. Hier raucht nix. Negativ. Ach da, doch. Auf 3,55. Jetzt 3,45. Also sagen wir. Ach, hinter uns jetzt. Nordnordwestlich. Das sag ich ja, 345. Dort. Ich muss da auch ganz so sehen. Das klappt. Achtung, da sind Feinde. Okay. Aber nicht allzu viele, oder? Ich sehe 3 auf Anhieb. Wollen wir es versuchen? Wollen wir versuchen, dass unser Sniper das erledigt? Können wir. Warte kurz. So. Hast du alle in Sicht? Oh Gott, ich sehe noch. Vorsicht, Pony der Telefons. Hoffentlich fliegt er einfach weiter. 10 Uhr, also 12 Uhr bei dir. Ja, der fliegt weiter. Lass ihn. Wo sind denn da unten Ziele? Das ist ja unglaublich. Ich sehe da nichts. Kannst du mit genau, der Drohne markieren? Das ist hinter der Rauchsäule. Ja. Ach da. Ich sehe auch. Ich sehe 5, 6. Ja, das werden immer mehr. Das werden immer mehr. Weiter oben am Berg sind auch. Noch mehr. Okay, dann sollten wir vielleicht doch landen. Ja. Kannst du ein Stückchen weiter hoch den Berg uns absetzen? Ja. Ich sehe da auch irgendwie Objekte. Jetzt aber ist wahrscheinlich auch geflogen. Vielleicht können wir da landen. Hier ungefähr wäre gut. Steigt aus. Ich habe an dem Heli Bewaffnung. So, nur gebe ich euch Feuerunterstützung aus der Luft. Okay. Aber erstmal schauen, ob da unten nicht zu stark bewaffnete sind. Geht da, glaube ich, schon ein. Direkt vor uns, genau ja. Den. Okay, der hat nicht mehr reden können. Alles zerstören hier? Theoretisch ja. Ich glaube, das ist Kokain vor uns. Granate fliegt. Achtung, das. Von links. Ich stehe unter Beschuss. Jo. Links am Berg, genau. Links die einmal Kugel. Auf die andere Seite des Berges. Nehmen Sie unter Beschuss. Oh, das war ein wahrer Treffer. Wieder von rechts. Irgendeiner stöhnt hier rum im Mikro. Nein. Eins ist erledigt. Ist hier soweit keine mehr? Doch, da ist noch einer. Okay. Granate fliegt. Der versteckt sich. Hat er, hab einen Treffer mal jetzt. Der Gegner ist tot. Okay, wir müssen eh dahin, um das Kokain noch zu jagen. Ja, da hat sich direkt am Kokain versteckt, der letzte. Oh, warte, da ist noch einer. Die haben bessere Tarnklamotten als wir. Wahrscheinlich müssen wir uns auch mal weiß anziehen. Du holst den hier mit einem riesen MG. Das ist nur unser Sunny. Der hat einen LMG. Wenn es mal dick werden muss. Granate, friss das, Motherfucker! Diese Ladung Polvo Blanco ist vernichtet. Polvo Blanco? Okay, ich lande hier. Okay, ja, alle in den Heli wieder. Was seid ihr denn? Wir sind drin. Etwas bei dem Flugzeugwrack.
Ist unser Commander nicht im Heli? Nein. Oh. Unser Commander sitzt doch oben auf dem Berg. Ach da. Ah. Fliegen wir ohne los, Enno? Vorsicht. Danke. Wolltest du mich gerade zurücklassen, dann, wa? Hatte ich mein Mikrofon an dem Funk? Du hättest ja vielleicht den Funk abschalten sollen, wenn du die Chefin gestern willst. Okay. Genau nach Westen. Auch nach Westen. Verstanden. Ich hab mal auf mein PDA geschaut, um die Daten auf der Karte abzugleichen. Ich habe jetzt eigentlich nur noch die Kokainlieferungsgedönse als Missionsmarker, die du uns zugeschickt hast. Ja, die Kokainlieferung, die wir zerstören müssen. Ja, keine weiteren Aufklärungsdaten mehr. Nee, ist richtig. Stimme ich ebenso zu. Ja, jetzt noch ein bisschen nach rechts. Da müsste es oben auf dem Berg sein. Sie sind auch gelb hinterlegt, ne? Genau vor uns muss es sein. Ja, ich sehe die Rauchsäule. Gut. Meint ihr nicht, dass das ein sich bewegendes Ziel ist? Da ist noch einer, genau da. Da ist rechts so eine Skihang-Plattform. Wir können wieder ein bisschen oberhalb das machen. Das ist, glaube ich, eigentlich ganz gut. Links oder rechts? Links. Vielleicht oben. Hier, jetzt rechts von uns? Ja, oder genau ja, hier unter uns. Hier doch raus. Wie steigst du wieder auf? Ich gebe euch Unterstützung, ja. Hier kann man uns auch gut landen, wenn du mit raus willst. Die Drohne ist unterwegs. Sag mal, haben die bei jeder Kokain-Palette einen Freund stehen? Oh, Vorsicht! Alter! Was ist geschehen? Du bist voll in die Granatenexplosion gelaufen. Oh. Das habe ich nicht gemerkt. Alles gut? Alles super. Vor mir ist noch eine. Oh, wer hat denn hier die Munition abgeworfen? Du siehst wo noch einen? Da, wo war mal gerade ist. Oh ne, das ist Munition. Ich bin mir nicht sicher, aber hier sind auch noch irgendwie Kartons. Das sind so 3-4 Kilo. Oh, doch. Da ist auch noch ein bisschen weißes Pulver. Kann das sein, dass sie das schon wieder da lang gebracht haben, den Weg runter in das Lager? Kann sein, ich. Mann, war warte auf mich. So, ja. Sieht so ein bisschen für mich so aus. Wow. Achtung, da vorne ist direkt einer. War einer montiert das Geschütz? Noch einer im Haus. Hab ihn. Danke für die Luftunterstützung. Eine weitere Person im Haus? Oder wenn der sich zeigt, dann ist er weg. Mhm. Nee, im Haus ist er. Die Luftunterstützung ist tatsächlich dann sehr effektiv hier gerade. Moment. Nehmt das. Ah, schön. Da sind zwei, die versuchen, glaube ich, über den Berg zu klettern. Okay. Das können sie ganz geschmeidig vergessen. Ja. Den nicht direkt ins Visier, aber es gibt Sperrfeuer. Einen hast du weggemacht. Und den zweiten auch. Fracht vernichtet. Okay, sehr gut. Willst du uns da vorne ein? Was? Einmal abholen hier. Aber nicht bei dem brennenden LKW. Es kommt zum Helipad hier hinten. Das reicht. Es sei denn, du hast einen Gleitschirm, dann hast du hier nämlich noch eine Rampe, wo du abspringen kannst. Wo müssen wir denn hin, laut unserem nächsten Ziel? Ach, das ist ja ganz schön weit entfernt. Toll. Macht unser Sniper erstmal einen Abflug. Hier kann man runterspringen. Ja, ich geh fliegen. Ja, das meine ich ja. Aua. Weggesorgt. Sag mal, wo.
Wir treffen uns unten am Berg. Einfach der Stromleitung folgen oder was das hier ist. Mich hat's erwischt. Mann. Wo seid ihr denn? Oh Gott, wo bin ich so denn? Ich bin auf dem Weg zum Helipad. Ich bin im Himalaya gelandet. dann grüß mal den Yeti von mir. Vorsicht. Ich bin unter dir, genau. Ja. Hier ist nichts. Sollen wir euch abholen? Also ich bin gleich unten beim See. Okay. Ja, wir können einmal genau. Ich habe hier eine Leuchtrakete. Ein Stück weiter. Ah, ich sehe die Leuchtrakete. Wir können jetzt runter. Da ist Banwa unter uns. Okay. Ja, ich sehe ihn doch rumhuseln. Das kleine Frettchen. Vorsicht. Aua. Das ist ja gar keine Straße hier, das sind ja Gleise. Hui. Das ist ganz schön diesig. So ein bisschen jetzt genau nach Norden. Ah, genau nach Norden. An den Zugschienen. Also Zugschienen jetzt so ein bisschen nordwestlich. Nimmt ihr mich vorher mit? Ja, das meine ich auch. Ja, ich sehe da eine Leuchtrakete, ja. Noch ein Stück wo? Weiter. Warte halt mal an. Ja. Jetzt ist er. Siehst du genau die Leuchtrakete auf 210? Da, wo die Schüsse herkommen. Wenn du den Motor anschießt. Ich hab vor euch geschossen. Ja, das war doch ein bisschen knapp. Ich hab die Schüsse an uns vorbeisausen hören. Ja, ja. Naja, was heißt ja, ja? Ja, ja heißt leck mir die Stiefel. Darf ich fertig sitzen? Danke, so, ansteigen. So, Nordwesten. Ich sag's euch, fliegen mit dem Fallschirm macht mega Laune. Ja, aber ein falscher Handgriff und es geht im Sturzflug. Ja, ich heiße hier nicht Mann. Bei mir war einfach nur die Windlage ungünstig. So nennt man das auch. Futterst du wieder Panzerkekse? Ich, hoffentlich, dann hat... Hoffentlich, leider wenigstens ein Mund. Noch weiter nach links. Wie nett. Das müsste hier oben auf dem Gipfel sein. Hauptsache, wiederbelebt uns. Ja, direkt vor uns. Ich sehe schon die Rauchsäule. Okay, gibt's da wieder Kokain? Santa Blanca weiß wohl auch Bescheid. Kommen wir hier auf dem Plateau direkt vor uns? Was denn? Ich wurde gerade entdeckt. Feindliche Helis im Anflug? Ja, Heli. Ich gebe den Sperrfeuer. Die Schützen sind da und da Pilot auch. So gut. Schnell geht's. Achtung, sind noch mehr Helis. Ich kann was keine Feuerunterstützung. Ich auch nicht. Nicht wenn. Brauchst du auch nicht. Ich brauche nur die Position der Helis. In die Richtung müsste noch einer sein, glaube ich. Direkt vor uns, okay. Wobei jetzt ist er hinter uns. Vor uns ist nämlich nur ein Panzer doch größer. Oh. In die Richtung, in die du jetzt guckst, dann müsste der aus weiter Entfernung kommen. Ja, ich weiß aber nicht in welcher Höhe. Ah, das war noch zu früh. Komm. Komm, perforieren wir mal die Rotorblätter. Vom Berg aus werden wir beschossen. Der Heli ist down, okay. Dann erstmal etwas tiefer und Sicherheit. Ja, der Motor hat einiges abgekriegt. Vielleicht kannst du hier einmal links rum und dann wieder an die Spitze des Berges. Hier müssten wir eigentlich sicher sein. Ja, aus, okay, aber hier gibt es kaum Möglichkeiten zum Landen. Wobei doch, auf dem Plateau das links. Plateau? Das sieht mir ziemlich klein aus. Nee, nicht das Plateau. Einmal hier links über den Berg rüber. Da ist ein größeres. Das, ach, das hier. Naja. Ja, so groß sieht das auch nicht aus. Das jetzt Vorsicht nicht, aber... Steigen? Okay. Hier wäre ein größeres gewesen, aber... Naja, da wäre die Sicht aber ein bisschen blockiert. Okay. Ich sehe direkt unter mir beim Flugzeugfrack eine Kokainladung. Granate. Genau da. Granate
Granate, Tangos sind wohl keine in Sicht. Die Helis waren wohl die einzige Gefahr. Ja, die Tangos sind weiter unten am Berg. Okay, das muss uns ja nicht stören. Dort, Sonne auf. Granate, friss das. Ich hab sie markiert, aber es ist halt. Nicht doch die stören uns dann nicht. Ich glaube, ich bin gerade ausgerutscht. Ich kann es mal versuchen. Haben wir hier noch mehr Ziele? Ich suche. Granate, hola putas. Kokainladung vernichtet. Okay. Stopp, ich habe alles. Ja, ich glaube auch. Vorsicht. Oh Gott! Wann war? Was hast du wieder angestellt? Muss ich dir wieder die Granaten abnehmen? Wann war jetzt schlecht? Nur wo? Ich weiß nicht. Hat er versucht, irgendwie einen Fallschirmsprung zu machen? Da habe ich nichts von gehört. Ich höre Ding, aber ich weiß nicht wo. Südliche Richtung? Soweit ich jetzt zumindest aus meinem PDA, beziehungsweise aus meinem System war, irgendwo direkt vor mir. Aber in welcher Entfernung kann ich nicht sagen. Ich laufe einmal in die Richtung. Oder hinter mir? Es ist warmer Schnee, das ist schon irgendwie komisch. Ich kann hier nichts sehen, trotz Wärmebild. Ja, es schmilzt. Warte, was kommt von da? Warte mal, ich schalte mal bei mir die. Nee, ja, nach da. Auch überhaupt irgendwie nichts. Warte, ich höre das gar nicht so weit weg von mir. Komm mal kurz rum. Ich sehe ihn. Okay. Ich pock den Heli mal kurz. Ach toll, was liegt denn da an der Klippe rum? Hey, aufwachen, Idiot! Was passiert? Hier waren noch Leute. Wo sind die denn jetzt? Ich vermute. Die haben sich noch eingewöhnt. Dem Tal noch mit runter. Das ist bestimmt nur die Aussage, guck mal hier, da oben ist ein schöner Felsen, da wollte er bestimmt einen Körper von runter machen und dann mit dem Fallschirm wegfliegen und das hat er nicht geschafft. Aber da unten ist doch nichts. Das waren Leute. Aber da unten ist doch nichts. Kannst du uns irgendwie einsammeln, Enno? Muss ich nur kurz schauen, wo ihr seid. Hier ist eine relativ gute Fläche bei mir. Sonst geh einfach runter, wo du kannst und dann. Wenn wir sind quasi unter dir direkt. Ah, ich sehe einen. Bin bei euch. Jo, das sieht gut aus. Achso, da. Fliege mir noch mal gerne einmal den Osten hier lang. Noch mal was? Hier, da. Da unten haben wir noch zwei. Dürfte die nicht gewesen sein, ansonsten sind das Sniper. Weiß er nicht. Ja. Obwohl, ich glaube, unser Sniper kann nicht so tief zielen. Das rutscht ihm seinen Faden was noch aus der Hand. So weit runter komme ich nicht. Oder wir lassen die Gegner Gegner sein. Ja, ich würde auch sagen, wir lassen sie einfach. Ja, die werden mit der nächsten Lawine verschüttet. Nach Süden fahren, fliegen wir dann. Da kümmern wir uns mal um La Cabra und ihren peruanischen Unterhändler. La Cabra, Gott, da kommt mir was ganz Verrücktes in den Sinn. Ach nee, ich lasse es lieber, das ist ja so ein typischer Wandbar. Was? Eine Cabra? Super Cabra. In Peru ist das so ein Mythos, so ein Art Monster. Das heißt doch der Ziegenfresser. Ich dachte dem in der Türkei. Nee, das sind okay. Ziegenficker. Alter! Jetzt aus welcher rassenfeindlichen Schule haben sie dich denn rausgeschmissen, ey? Warte, nach rechts an dem Gebirge vorbei müssen wir. Da bist du jetzt schon, ja.
Okay. Ach, das Lager da unten direkt. Jupp, genau unter uns. Ach, ich dachte das wieder, das auf der Bergspitze. Oh, oh, Alter. Ja. Die Thermodynamik ist ja aber auch ganz. Ja, sieht mir hier aus, können wir runtergehen. Sieht mir aus, als wäre das. Nicht so nah ran, nicht so nah ran, da sind Feinde. Ja. Okay, wann waren wir zurückgelassen? Ja, der Junge ist auch etwas zu früh ausgestiegen. Wenn man landet, dann ist das für mich ein Zeichen auszusteigen. Okay. Ich hab noch einen Tango. Ich hab leider nichts, wo ich mich in Deckung setzen kann für die Drohne. Deswegen lege ich mich einfach hin. Jetzt hättest du gerne deine optische Tarnung, ne? Ja. Starte Drohne. Jetzt wär's praktisch. Aber du wolltest ja keine mitnehmen. Hm. Ich kann Bowman gerne fragen, ob sie uns noch eine zuschicken will, aber. Nee, erstmal. Muss das so gehen. Was ist das? Ist das Ende, der da gerade anläuft? Warte, wen haben wir denn da? Ich bin etwas hinter Reaper, da läuft gerade. Wir laufen gerade auf die Flugzeugfax zu, ja. Ach, dann sehe ich euch. Da ist schon der eine. Das eine Vorsicht. Ziel. Vorsicht! Oh, oh. Unidad Heli, ich hoffe, der erkennt keinen von uns. Hier, wo ich bin, ganz sieht man es nicht. Sieht man uns nicht. Ja, die Eins steht aber links von dir hinter dem Flug. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich zu ihr hin, um sie K.O. zu schlagen, aber scheiße. Direkt bei der 4 ist eines unserer Ziele. Au! Feuer frei. Was ist denn das Ziel? Oh! Getroffen. Wer hat den Granatenwerfer eingeschaltet? Also negativ. 3 ist fertig. In Richtung 4 ist unser Ziel. Ja, sowie weitere Gegner. Einfach stürmen. Der da an der Häuserwand. Eine Häuserwand? Ich werde gesehen. Von wo? Ich vermute vom Norden. Aua. Okay, das war einer. Wir sehen La Cabra. Ich kann leider nicht genau sagen, ja, wo die herkommt. Im Norden sind noch einige. Ah, Mann, ich muss mich kurz zurückziehen. Deine Position, Enno? Bei mir. Okay. Ich gebe Deckung. Drohne ist oben. Ich sehe nur noch den einen. Okay. Wieso lebt er denn nicht? Was ist das für eine Drohne? Oh. Beweg dein Arschchen. Faule Sau. Das, Ziel am Boden. Wiederhole, La Cabra am Boden. Ich das wollte Ziel wohl mit der Elektromagnetik wieder am Leben, was geht. Eher mit der Elektrostatik. Verdammte. Das ist der peruanische Unterhändler. Uiuiui. Den Unterhändler hat's erwischt. Ist die Eins das Ziel? Nein, das ist nur noch der letzte, der hier ist. Achso. Ziel eliminiert. Dorn! Hier sind aber noch welche. Ja. Im Haus? Teils in den Häusern, sie kam gerade auch noch raus. Da kommt meine Drohne leider nicht rein. Oh, ich habe eine Waffenkiste hier. Ich glaube, alles zerstört, oder? Also alle getötet, oder? Bei mir hier ist eine Waffenkiste, ja. Egal. Wann war? Einen Moment. In welchem Haus? Auf dem Weg zu euch. Ach, komm noch mal raus, wo du hergekommen bist. Ich bin draußen. Negativ, falsch ist draußen. Falsche Seite. Hier, wenn ich draußen. Da muss gleich. Genau. Ja, aber wenn ich doch hier reingehe, dann ist da doch nix. Falsch ist draußen. Komm wieder da raus, wo du gerade warst. Ich war jetzt bei beiden draußen. Hallo, hier. Hinter dir. Mann. Oh, Gott, du Blindfisch. Hinter dir. Was? Aua. Seid nett zueinander. Der kapiert's nicht, wenn man keine Raketen hat. Hier ist nichts. Hallo. Mit dem hast du auch echt deinen. Oh, nee. Hey, lieber hüt dich nicht. Ey, du Vogel da oben. Komm da jetzt runter. Genau. Hallo, hier. Wenn du so weitermachst, dann verbrenne ich die Kingslayer-Akten demnächst. Hier. Ah ja, dich sehe ich. Genau. Und hier rein. Ja. Da hinten ist Waffenkiste. Hier. Wie könnt ihr denn. Nee. Und wir standen die ganze Zeit hier zwischen dem Haus, du Nase. Ja, das müsst ihr sagen. Ja, no.
Was ist da, wo es knallt? Nein, er dreht sich das um, hat... sieht uns, guckt weg. Und hier ist noch der Fleck. Hier hat geknallt. Ja, und wann meinst du wohl, wo die Granate hergekommen ist? Ja, was weiß ich, ihr habt den Knall gehört. Danach hatte ich einen Tinnitus und dann war es weg. Ladung ist hier, da knallt's. Den Knall aber gehört er, ja. Würdet ihr bitte aufhören, euch gegenseitig wegzusprengen? Wieso uns gegen... Ja gut, wann war es derjenige, der ja immer die Sprengladung entzündet? Ich hab so versucht, aber nee, den kannst du einfach nichts beibringen. Ich sehe ja, dass ich zur Selbstverteidigung brauche. Ich sag dazu nichts. Oh, neuer Heli. Der ist aber nicht bewaffnet. Ach Mist. Ja, dafür ist unser Alter aber ziemlich ramponiert. Und zu weit weg. Ich kann trotzdem den neuen nehmen, denke ich. Ja. Jo. Fehlende Bewaffnung dürfte jetzt erstmal kein Problem sein. Wir müssen eh stoppen. Ich fliege. Karten nochmal austauschen. Ah, okay, da mach ich den Motor nochmal aus, sonst tun wir nichts. Das gut. Schöne Ethanol verballern hier. Ja, stimmt auch. Das ist ja nicht billig. Okay, dann hoffe ich, hat euch diese Folge wieder gefallen. Schaltet das nächste Mal ein. Lasst ein Like, ein Comment und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.